Ich bin im ganzen Land bei Jung und Alt bekannt. Die Leute schreien im Chor, Mensch, hat der Kerl Humor. Ich habe viel mehr Witz und auch die besseren Hits. Da stinkst du ab, mein Freund, da stinkst du mächtig ab. Wenn ich singe, fließen Tränen und man sieht die Leute gähnen. Doch bei mir schreit man Bravissimo. Und zwar von Anfang an, damit man ihn nicht hört. Wenn ich tanze, wird's erotisch. Es wird höchstens leicht idiotisch. Doch bei mir, da sagt man, oh, oh, oh. Das ist kein Wunder, denn die Beine sind auch so. Wir haben uns vorgestellt, oder ich in diesem Couplet, als der ideale DDR-Bürger, der am Schluss sagt, und schön und stolz ist doch auch unser Mist. Ich bin ein optimaler Optimist. Und darauf ist Rolf sofort geflogen und hat gesagt, die Geschichte machen wir. Und wir haben das umgetextet, als Duett gemacht, haben unsere Choreografie drauf gedrückt, haben gearbeitet, haben das eingereicht und haben kurz vor, einige Tage vor der Sendung, wurden wir ins Fernsehen zitiert und uns mitgeteilt, dass das nicht geht. Und dann war mir schon klar, als ich das, den Text liegen sah, rot unterstrichen mit Ausrufezeichen und Zeichen dabei, dass man das so nicht senden wird. Und dann haben die gesagt, aber wir haben uns für euch was ausgedacht. Hier sind Autoren, hier ist es ein Choreograf, hier ist ein Studio für euch. Wir machen einen musikalischen Spaß. Ja, zwei linke Füße haben Sie, zwei linke. Ah. Sie sind doch nicht mal in der Lage, musikalisch, sagen wir mal, über Fetzen zu springen. Aber Sie, was? Ja, natürlich. Da bin ich ja gespannt. Just walking in the rain. Das macht Laune, das ist schön. Falls den Text nicht ganz verstehen, erklär ich's laut, ich bin patsching durch den Matsch. Das macht Blitsch und das macht Platsch. Aber eigentlich ist's Quatsch. Denn die Hosen sind versaut. Da kann jemand, der verkauft, kann wunderbar verbauen, kann doch nur drüber kicken und versichern nur das Bauen. Hochgestreckte Nase bringt uns in Ekstase, kriegt man den Applaus. Drum ist jemand, der verkauft, kann wunderbar verkauen, kann jedem anderen überlegen und deswegen kommt. Einer, der verkauft, kann wunderbar verkauen, kann immer groß heraus. Ja, er kommt immer, immer, immer groß heraus. Ja, er kommt immer, immer, immer groß heraus. Heraus, 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 heraus. Applaus! Und das typische Stichwort von Rolf Herricht war, er sagte, Bruder, die Laien haben gesiegt. Aber er ging an die Arbeit und wir haben das Ding aufgenommen mit Lust und mit Spaß an der Sache. Und er hat keinen Augenblick es sich spüren lassen, dass er eigentlich was ganz anderes machen wollte. Ach, das werden meine Fans mir wohl nie verzeihen. Ja, mir auch nicht. Was eigentlich? Dass ich hier mit Ihnen gemeinsame Sache mache. Ach, das werden meine Fans verzeihen. Sie haben nämlich Verständnis dafür, dass man einem Schwächeren helfen muss. Ja, ja. Ja, also dann könnten wir jetzt wohl einen Abgang machen. Ja, für Sie wäre es gut, wenn Sie einen Abgang machen. Bitte nach Ihnen. Ja, denn wir könnten doch einen gemeinsamen Abgang machen. Oh? Ich sagte doch schon, ich bin ein Freund der zärtlichen Tänze. Oh. Übrigens am liebsten Tango. Oh. Denn nur wenn einer Tango tanzt, wird's Frauen ums Herz so wehe. Sie spüren am Schritt, am Griff, der Mann hat Pfiff, der Mann hat Lebensart. Wenn man sieht, was manchmal so passiert, ist man manchmal ziemlich irritiert. Junge Burschen, Herren im reifen Jahren, rennen rum mit meterlangen Haaren. Hosen einmal eng und einmal weit, Knöchelstiefel aus der Stummfilmzeit. Tanzmusik elektrisch und mit Vierer-Dau. Doch glauben Sie nicht, sowas zieht bei einer Frau. Denn nur wenn einer Tango tanzt, wird ihr ums Herz so wehe. Beim zarten Geigenstrich, da küsst sie dich vielleicht auch nicht. Olé, olé!
glaube auch, diese Popularität, von der ich sprach, war für ihn auch hinderlich, sich als Schauspieler weiter zu profilieren. Ihm schwebte sicher so etwas vor, so eine Karriere, wie das Heinz Rühmann gelungen ist, der angefangen hat als Komiker und endete als Charakterdarsteller. Rolf Herricht hatte das Vermögen dazu, leider nicht die Zeit und nicht die Aufgaben. Jawohl, meine Herren, so haben wir's gern. Mit Mut kommt man gut durch die Welt. Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Ich brauch nur einer ins Auge zu schauen. Und Schneider. Aufschneiden? Tolle Kiste, was? Na, und diese? Herr Professor, greif nicht nach den Sternen, die doch unerreichbar sind. Alle ja auch.